Mir macht das einfach Spaß, mit möglichst vielen verschiedenen Darts 180er zu werfen. Und ich finde, das trainiert auch sehr gut, wenn man mit verschiedenen Darts umgehen kann, mit verschiedenen Formen, mit verschiedenen Gewichten. Und so habe ich mir meine Dartsammlung zusammengestellt mit Darts, die ein Gesamtgewicht von ca. 13 Gramm bis ca. 30 Gramm haben. Mit allen diesen Darts habe ich jetzt, wo jetzt ein Kreuzchen ist, habe ich 180er geworfen. Das sind jetzt mittlerweile 16 Stück. Mit 16 verschiedenen Darts habe ich 180er geworfen. Insgesamt ist meine Dartsammlung bei 30. Und dafür habe ich insgesamt circa mit Metallspitzen 400 Euro bezahlt. Also 400 Euro für 30 Darts in zum Teil her sehr hoher Qualität und einige Messing-Darts sind auch dabei, finde ich persönlich nicht zu viel. Und ja, dieses Trainieren mit verschiedenen Darts, finde ich, ist das beste Training. Außerdem, wie man sieht, benutze ich, wie gesagt, nur Plastikschäfte und größtenteils Standard-Flights. Und ich komme damit sehr gut zurecht. Es ist auch die billigste und einfachste Lösung mit den Ringen. Damit halten die Flights eigentlich mit am. Also die halten am besten und sie gehen auch am wenigsten kaputt, wenn man also Robin Hoods wirft, wo denn der eine Dart auf dem nächsten steckt. Da geht so gut wie nie was kaputt. Bei Metallschäften geht immer was kaputt. Und sie sind auch teurer. Also von daher Metallschäfte. Kann ich immer nur wieder sagen, sie scheinen robuster zu sein, in Wirklichkeit sind sie nur teurer, schwerer und verändern das Flugverhalten prinzipiell negativ. Es gibt sicherlich einige Spieler, die damit gerne werfen oder vorwiegend werfen oder ja, darauf schwören, aber das sind so viel, so wenige und die meisten Spieler vertrauen auf Plastikschäfte. Und wie gesagt, mit den verschiedenen Darts kann man wirklich hervorragend trainieren und ich kann es nur jedem empfehlen und es ist auch nicht sehr teuer, wenn man es richtig macht.